Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und heute spielen wir wieder den Pet Zoo Tycoon. Ja, der letzte Part hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich dachte, ich nehme direkt einen Part Nummer 2 auf. Ich habe keine Ahnung, wie der letzte Part bei euch angekommen ist, aber falls ihr wieder eingeschaltet habt, dann bleibt doch gerne bis zum Ende dran. Like das Video, falls ihr gefällt und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Guckt ihr doch gerne Part Nummer 1 an, falls ihr den noch nicht gesehen habt, Leute, weil wir haben uns hier schon einen kleinen Tycoon aufgebaut. Mehr will ich aber noch nicht zeigen, beziehungsweise doch, zeige ich euch jetzt, weil ja, wir machen jetzt hier auch weiter, Leute. Im letzten Part haben wir sehr viele neue Pets quasi für unseren Zoo gefangen und heute werden wir unseren Zoo wieder größer machen und mehr Pets fangen und weitere Sachen aufbauen und so weiter und so fort, Leute. Wir müssen jetzt ja auch 100.000 Cash schon wieder haben. Sehr, sehr cool. Und ja, Leute, im letzten Part sind wir so weit gekommen, dass wir mit einem Tornado hier nach oben kommen konnten und ja, dort werden wir jetzt einfach mal nach oben fliegen, Leute, nach dem Intro. Nach oben hier und hier können wir uns ja wahrscheinlich ein weiteres Gehege aufbauen, so wie ich das jetzt denke. Und jo, hier sind sehr viele Bänke und so weiter und so fort. Okay, Bänke, Bäume, Lampen und das war gerade schon ziemlich teuer, Leute. Wolken können wir uns hier sogar kaufen. Und Leute, ja, hier kommt jetzt das neue Gehege rein. Oh mein Gott, Leute, Terrain und einen kleinen See noch, Leute, einen kleinen Lake und einen Pillar, Leute. Okay, wow, was ist das denn? Und Gras brauchen wir auch und noch einen Pillar, Leute. Und nochmal Wolken. Wo kommen Wolken? Ah, da sind Wolken, Leute. Und ja, hier kommt, oh mein Gott, Leute, Higher Clouds haben wir freigeschaltet. Und ja, falls du dir übrigens Robux oder Roblox Premium kaufst, ich weiß, meine Übergänge sind heute irgendwie nicht so gut, benutze gerne Starcode Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen. Ja, Leute, so, wir bauen hier ein bisschen weiter, wir bauen noch eine Brücke. Oh, Leute, weiter geht's, hier haben wir nochmal einen Hotdog-Stand. Und das hier, Leute, einfach ein Regenbogen, Unicorn, Pegasus, was weiß ich was, Leute. Mega, mega nice. Wir haben auch 36 Sterne. Ich bin mal gespannt, wie viele Sterne wir am Ende dieses Tycoons hier haben werden, beziehungsweise am Ende dieses Parts hier. Bin mal gespannt, Leute, wie lange das hier noch geht, aber sieht auf jeden Fall so aus, als ob hier noch ein bisschen was kommen würde. Und wir... Oh, wir haben kein Geld mehr. Aber wir haben eine Quest abgeschlossen, Leute. Park Manager, Percase 100. Nice, Leute, es gibt mehr als 205. Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, okay. Das wird ja ein kleines Mini-Let's Play hier auf dem Kanal, Leute. Okay, cool. Warum denn eigentlich auch nicht, Leute? Warum denn eigentlich auch nicht? Hier haben wir nochmal 20.000 drin. Das heißt, wir können uns hier auf jeden Fall nochmal ordentlich was kaufen. Ja, ist klar, Leute. 104.000. Und wo lebe ich? Lebe ich auf den Wolken oder was, Leute? Oh, ja, ich lebe ja gerade wirklich auf den Wolken. Aber okay, eine Bank für 10.000 ist natürlich auch schon ziemlich teuer. Aber okay, Leute, wir brauchen anscheinend weitere, ich nenne sie Pokémon, Leute. Und deshalb werden wir jetzt ja auch direkt mal in die Hub gehen und uns weitere Pokémon holen. Und zwar die neuen Pegasusse, die wir da eben gesehen haben, Leute. Was ist eigentlich das dort hinten? Die Grass Valley, Leute. Die können wir anscheinend nicht in Percase the Cave, in your Zoo. Okay, Leute, die Cave haben wir auf jeden Fall nicht. Was heißt aber Pet Upgrade, Leute? Was ist denn ein Pet Upgrade und was genau macht das, Leute? Select, ja. Man kann Pets combinen. Okay, cool. Upgrade 3 selected. Okay, das heißt, wir könnten dann quasi... Okay, ich select jetzt mal ihn und jetzt können wir hier die beiden. Boom. Und jetzt haben wir ihn upgegradet, Leute. Jetzt ist er stärker anscheinend. Oh, der hat seine Farbe geändert? Oder war der schon vorher so? Die haben doch jetzt eine andere Farbe, oder nicht, Leute? Achso, das ist ein blauer, das ist ein Default. Ich denke mal, der blaue wird besser sein. Aber okay, Leute, das wusste ich nicht. Dann können wir alle unsere, wir können ja selecten und jetzt können wir hier die, ja alle quasi, können wir alle Pets? Ah, wir können alle Pets, okay, Leute. Das heißt, wir können die hier auch alle in ihn reinhauen und dann wird der auch stärker, Leute. Oder muss das hier komplett voll sein? Ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht ist es dann, kriegt er dann quasi einen Stern mehr oder so, wenn wir das quasi voll machen. Das kann natürlich gut sein, Leute. Ja, und Pets upgraden gibt uns halt mehr Geld. Und wo haben wir das neue? Oh, Daumen, Leute. Real Available. Höhere Wolken, Leute. Unlocken wir jetzt. Nice. Und hier haben wir auf jeden Fall einen kleinen Obby. Wir dürfen auf jeden Fall hier nicht runterfallen, Leute. Wir sind jetzt in den Higher Clouds und yo, okay. Und hier haben wir direkt einen blauen. Ist das dann ein Shiny oder was? Wieso kann ich ihn... Ja, jetzt kann ich ihn anklicken, Leute. Okay, wir versuchen mal mit dem normalen Artefakt. Komm schon, das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir doch hin. Wir kriegen dich doch gefangen. Blauer. Prismus heißen die. Nein, natürlich habe ich ihn nicht bekommen. Ah, natürlich, Leute. Aber vielleicht kriege ich einen normalen... Komm schon, du hast doch nur einen Stern. Es muss doch nicht so schwer sein, dich einzufangen, oder? Es kann doch gar nicht so schwer sein. Es kann doch nicht so schwer sein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Come on, wir kriegen dich, wir kriegen dich. Ja, wir haben ihn, Leute, und damit haben wir eine weitere Quest abgeschlossen. Travel Stats. Okay, cool. 30.000 Blöcke sind wir schon, glaube ich. Oh,
ein Neon oder ein Rainbow, Leute. Okay, für den benutzen wir auf jeden Fall Upper 2, Leute. Und diesmal mache ich es richtig, Zack, zack, zack und zack, Leute. Komm schon, bleib drin. Ja, es ist drin geblieben. Ein 4-Sterne. Oh mein Gott, Leute, da brauchen wir auf jeden Fall die Nova. Eine 4-Sterne. Oh mein Gott, Leute. Was geht denn jetzt auf einmal ab? Was finden wir hier? Krass, Leute. Krass. Okay, wir haben die Nova. Komm schon. Du musst drin bleiben. Nein! Er ist weggelaufen. Ich habe ihn fast gekriegt, Leute. Oh mein Gott, vielleicht brauchen wir für den noch eine krassere Rune oder sowas. Oh mein Gott, Leute, die Nova hat es nicht gebracht, leider. Ich dachte, die Nova bringt es, aber anscheinend, Leute, anscheinend nicht. Schade, aber ist okay, Leute, ist okay. Hier, fangen wir den mal, den anderen Prismus. Oder auch nicht. Ja, Leute, die mögen mich nicht oder so, Leute. Was ist das? Drei Sterne Rainbow, die brauchen wir. Okay, Nova, Leute, Nova, komm, let's go. Dafür haben wir Robux ausgegeben, Leute. Das heißt, wir müssen, der muss drin bleiben, Leute. Er muss drin bleiben. Es gibt keinen anderen Weg für ihn. Er muss drinne bleiben, Leute. Oh mein Gott. Okay, komm schon. Es kann doch nicht sein! Ja, immerhin haben wir ihn bekommen, Leute. Oh mein Gott. Aber das gerade... Wir haben einfach zwei unserer Novas verschwendet. Wie schade eigentlich auch. Was haben wir dorthin? Oh, noch weitere, Leute. Okay, springen wir mal dorthin. Wir haben noch eine Rune eingesammelt. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? Nee, nur ein Sterne. Ein Sterne sind nicht so nice, also brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Oh, ich hab den Jump... Das war knapp, Leute. Das war knapp. Haben wir noch irgendwie einen anderen coolen Prismus hier? Das war gerade einiges an Geld, was wir gerade bekommen haben. Sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, hoch geht's. Und boom, Leute. Und hier können wir jetzt unsere... Oh, wir können auch ihn hier reinpacken, Leute. Okay, das machen wir doch auch direkt mal. Und dann packen wir noch ihn hier rein und noch ihn hier rein, Leute. Hey, warte mal. Default? Warum ist der Default? Der ist Rainbow. Okay, leider zeigen die hier keine Stats an. Ich würde echt gerne wissen, was besser ist, aber ja, kann ich anscheinend irgendwie nicht angezeigt bekommen, Leute. Also jetzt haben wir aber nochmal ordentlich Geld bekommen, um uns hier wieder was zu kaufen, Leute. Aber das hier können wir uns immer noch nicht leisten, aber das wäre natürlich ziemlich cool. Kaufen wir uns zuerst mal die Außenaccessoire quasi, und zwar Bäume und Bänke. Sehr, sehr nice, und jetzt sparen wir direkt mal auf 104.000. Leute, ich merke gerade, wir haben noch gar keinen Kaktus gefunden. Wo sind denn die Kakteen, hä? Leute, ich habe die Kakteen gefunden, aber ich kann hier noch gar nicht rein. Was ist das denn, Leute? Wieso kann ich hier noch nicht rein? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe doch die Area für die Kakteen doch schon gebaut, oder nicht? Also, verstehe ich nicht, wieso ich da jetzt nicht rein kann. Aber okay, Leute. Aber okay. Oh, ich dachte, das wäre was Cooles hier. Ah, nur ein Sterne. Nur ein Sterne. Ein Sterne ist mir leider nicht genug. Wobei, ich will das auch nur eins. Die haben hier alle nur eins. Leute, bauen wir hier unten noch einen Automaten hin, und nein, dich kaufen wir gleich. Wir kaufen nämlich zuerst oben ein bisschen mehr Platz für unsere, wie heißen die nochmal, Prismarines oder sowas? Jetzt haben wir 144.000 Cash oben. Boom, die Walls. Oh mein Gott, das waren jetzt die Mauern. Leute, wie teuer wird das denn jetzt langsam? Oh mein Gott, okay, ist ja gut, Leute. Dann kann ich ja direkt noch weiter hier handeln gehen, aber ich habe einige Pets gefangen und, Geld. Und damit haben wir den Terrain, Leute. Und wir haben nicht genug Geld für die Rocks, Leute. Wer hätte es denn auch gedacht? Wisst ihr was? Wir machen nochmal einen Zeitsprung. Und gehen wir hier, Leute. Jetzt Time Travel, Leute. Wir traveln in die Time. Und jetzt haben wir einfach 3 Millionen Cash. Oh mein Gott. Damit können wir uns auf jeden Fall jetzt hier Rocks kaufen. Nochmal Rocks kaufen und Pillars kaufen und... Trees kaufen und Gras kaufen und jo, Leute, jetzt haben wir nochmal Clouds kaufen und ja, hier haben wir jetzt noch einen weiteren Place für unsere Prismus. Allerdings haben wir keine Prismus mehr, beziehungsweise wir haben eine, Leute. Den place ich dort direkt mal hier hin. Jetzt können wir noch hier Lampen wieder kaufen, Leute. Lampen. Und der nächste Knopf befindet sich, hier, okay, nice. Und nochmal eine Vending Machine. Und jetzt holen wir uns noch ein paar Prismus, damit wir sie hier reintun können. Und Leute, wie viel Geld haben wir noch? Wir haben immer noch 3 Millionen. Was? Wie viel Geld haben wir denn bekommen? Das waren mehr als 3 Millionen, oder? Wir können uns hier unten noch direkt die Power Plant holen. Und direkt Berge, Leute, Mountains, Bäume, schöne blaue Bäume, Leute. Jo, hier haben wir so Pipes halt. Duct, okay, Duct, Leute, Rocks, Terrain, Dekoration, Leute. Wow, coole Elektro-Dekoration. Gears hier, Leute. Okay, nice. Und boom. Okay, cool. Und damit haben wir den nächsten Käfig für die Elektro-Dinger.
Parkbench und ja, zack, zack. Oh, Leute, ein Ice Cream Truck. Wie cool ist das? Da kann ich reingehen. Ich kann hier reingehen, Leute. Jojo, der Ice Cream Verkäufer. Und boom. Und ein Donutstand. Oh mein Gott, Leute, es wird ja immer besser. Es wird ja immer besser. Und yo, selbst ein Riesenrad haben wir. Wie cool ist das denn? Und ich sag die ganze Zeit, wie cool ist das denn? Aber es ist halt einfach nice. Es ist halt einfach nice, Leute. Einen Garten und. Leute, hier sind die Caves. Oh mein Gott. Aber was ich eigentlich möchte, Leute, ich will die weitere Wüste haben. Aber wo haben wir diese, Leute? Kann ich sie mir schon kaufen? Also quasi hier das nur nochmal quasi. Kann ich das mir hier irgendwo holen? Kann ich? Nee, kann ich anscheinend nicht, Leute. Die wollen mir wirklich die Caves andrehen. Okay. Perfekt, Leute. Perfekt. Einfach im Baum drinne. Sehr gut, Leute. So muss das sein. Immerhin haben wir es gefangen. Sehr, sehr cool. Haben wir jetzt irgendwo ein cooleres als ein Stern? Nee, anscheinend nicht, Leute. Okay, dann... Was ist das? Oh mein Gott. Die waren eben drei Sterne. Oh mein Gott, Leute. Nova, komm, Nova. Wir brauchen dich. Nova, komm schon. Komm schon, Nova. Nova, lass mich jetzt nicht hängen. Wir haben Robux für dich ausgegeben. Du darfst mich jetzt nicht hängen lassen. Du darfst mich jetzt nicht hängen lassen. Nova. Nova, Nova, Nova. Fang dieses drei Sterne... Yeah! Wir haben es bekommen, Leute. Und dieses Einsterne, das kriegen wir mit einem Upper, Leute. Das kriegen wir mit einem Upper. Und wir zeichnen den Upper. Boom. Yeah. Nice. Okay, cool, Leute. Sehr, 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 sehr cool. Und komm schon. Ja, Leute, wir haben es schon wieder. Und hier haben wir noch eins, Leute. Wow, wieso bekommen wir so viele Pets auf einmal? Aber Leute, wir wollten hier hin, weil wir wollten noch ein paar Prismos fangen. Und ich suche mal ganz kurz, ob wir hier ein cooles finden. Ja! Wir haben das 3-Sterne-Prismus gefangen, Leute. Perfekt. Und dann holen wir uns noch eins. Haben wir noch eins, was irgendwie ein paar mehr Sterne hat? Oh, hi, das letzte Nova, Leute. Wir benutzen unser letztes Nova. Komm schon, komm schon, komm schon. Du musst drin bleiben, du musst drin bleiben, du musst drin bleiben. Du musst drinne bleiben. 4-Sterne-Prismus, Leute. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Oh mein Gott, Leute, damit haben wir... Oh, noch ein 3-Sterne-Prismus. Okay, jetzt müssen wir... Jetzt könnte es schwierig werden, weil jetzt müssen wir unsere ganz normale Rune einsetzen. Oh mein Gott. Aber Leute, wir haben das 4-Sterne-Prismus. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Und komm schon, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja! Oh mein Gott, yay! Sehr cool, Leute. Sehr, sehr nice. Das 2-Sterne nehme ich auch noch ganz kurz mit. Und dann gehen wir direkt zurück zur Base. Sammeln wir noch unser Geld ein. Und jetzt können wir uns hier noch unsere Prismus reinhauen. Und Leute... Wir haben hier einen schönen 3-Sterne, einen schönen 4-Sterne. Den hier können wir rausholen, Leute. Noch einen schönen 3-Sterne-Prismus. Oh mein Gott, Leute. 20 Sterne alleine sind dort drin. Eieieiei. Und hier haben wir noch. Haben wir noch einen 2-Sterne? Ich weiß es gar nicht, Leute. Hier haben wir. Doch, wir haben noch einen 2-Sterne. Wobei, der ist da schon drin, Leute. Der ist da, aber hier haben wir einen, Leute. Dann holen wir ihn hier raus, packen ihn hier rein und haben wir noch irgendeinen. Nee, die anderen sind alle okay. Alles klar, Leute. Ah, nee, warte, wir müssen ihn noch rausholen. Was macht er? Was machst du denn hier drin? Wir packen dann noch lieber einen weiteren Prismus rein. Weil mehr Sterne für uns ist gut für unser Geldbeutel. Weil, ja, wir kriegen halt mehr Geld dadurch. Und ja, Leute, jetzt können wir hier weiterkaufen. Und zwar einen Lamp wieder, Leute, eine Lamp. Und jetzt geht's weiter, Leute, mit der Cave. Oh mein Gott. Jetzt schalten wir nämlich die Höhle frei. Sehr, sehr cool, Leute. Cave Walls 2 und, Cave Walls 3. Leute, wie groß ist die denn? Oh mein Gott, okay. Wie cool ist das denn, Leute? Einen Fluss können wir uns... Da stand doch River, oder nicht? Stand da nicht River? Da stand doch gerade River, aber das sieht mir nicht aus wie ein River. Aber okay, Leute, aber okay. Terrain Entrance Bank. Okay, Leute, eine Bank, noch einen Terrain... Oh, lol, okay. Nochmal einen Terrain und nochmal eine Rock Pillar, Leute. Einen Automaten stellen wir uns auch noch direkt hin. Können direkt wieder Geld einsammeln. Und einen weiteren Pillar, beziehungsweise weitere Pillar. Nochmal Wände, Leute. Ah, okay. Und jetzt nochmal Terrain. Und ein Mountain. Und, yo, wir haben hier einfach Lava-Boden, Leute. Nochmal Pillars. Und noch Dekoration. Und nochmal... Yo, okay. Let's go, Leute. Und nochmal Rocks. Und, oh mein Gott, Leute, wir haben kein Geld mehr. Wir haben kein Geld mehr. Was ist das denn? Okay, Leute. Jedenfalls sammeln wir nochmal ganz kurz Geld. Und dann können wir uns hier direkt das Schild kaufen. Das heißt, wir schalten damit eine weitere Zone frei. Das ist ja mal mega cool. Und Leute, wir sammeln es ein und haben genug, um uns das zu kaufen. Und jetzt haben wir das Grass Valley freigeschaltet. Und hier können wir wieder Pets reintun. Und hier haben wir... Ah, die kommen hier rein. Cool.
Okay, ja, dann haben wir doch eben, da haben wir doch eben ein cooles gefangen, oder? Das gehen wir uns mal ganz kurz holen. Wobei, kann ich das einfach von hier aus holen? Ich glaube schon, Leute, oder? Da habe ich doch eben dieses 3-Sterne-Ding da bekommen. Okay, cool, das holen wir, das holen wir und das holen wir. Die packen wir jetzt alle hier rein. Raus mit dir, rein, rein und rein. Sehr, 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 sehr nice, Leute. Sehr, sehr nice. Und jetzt können wir hier direkt weitermachen, Leute. Und zwar, nee, können wir nicht, weil wir haben kein Geld. Ja, ich gehe jetzt noch weitere Pokémon fangen, Leute. Da sehe ich mich. Leute, wir haben das Gras Welle freigeschaltet, Leute. Let's go! Und das ist doch mal mega cool. Und was haben wir hier? Oh, Leute, eine Upper Rune haben wir hier auf jeden Fall. Und, oh mein Gott, hier geht's ja weiter, Leute. Frozen Mountains, wie lange geht denn das Spiel noch? Ich glaube, 2 Parts reichen da definitiv nicht aus für Leute. Da müssen wir, glaube ich, nochmal einen 3. Part machen. Das heißt, auf jeden Fall abonnieren und die Glocke aktivieren, um das Ganze nicht zu verpassen. Weil, ja, eventuell mache ich noch einen 3. Part hiervon. Falls ihr das Ganze halt sehen wollt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Damit, ja, ich weiß, dass ihr das halt sehen wollt, Leute. Haunted Woods, Leute. Oh mein Gott. Okay, was haben wir jetzt hier für eine neue Quest, Leute? Unlock 7 Realms. Das haben wir. Und es gibt 10. Es gibt insgesamt 10 anscheinend. Okay, Leute. Es dauert auf jeden Fall noch. Wir haben es noch nicht durchgespielt, das Spiel. Aber ich will auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Unicorns! Oh mein Gott, was? Einfach Unicorns. Die haben mich gerade komplett erschreckt, Leute. Die habe ich ja eben komplett übersehen. Oh mein Gott. Aber wo passen die denn rein, Leute? Wo passen denn Unicorns rein? Ich weiß es gar nicht. Aber Leute, Fakt ist, wir können jetzt einfach Unicorn. Oh, natürlich bleibst du nicht in der Kapsel drin. Warum solltest du denn auch? Aber oh mein Gott, Leute, wir können jetzt einfach Unicorns freischalten. Wie cool ist das denn? Und du. Boom, 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 boom. Und yeah. Unser erstes Einhorn. Und haben wir hier irgendwo ein 2-Sterne-Einhorn rein zufällig? Ah, nee, das sah gerade nur so kurz aus. Aber okay, haben wir nicht. Aber wir nehmen uns noch ein weiteres mit. Und danach würde ich sagen, erkunden wir noch ein bisschen. Leute, 300.000 haben wir bekommen. Damit können wir uns auf jeden Fall das hier kaufen. Leute, eine Parkbank für 120.000 und eine Tiki-Torch. Okay, sehr, sehr cool. Und noch einen Eingang, Leute. Die Höhle haben wir jetzt hier. Cool. Und noch eine Parkbank für 120.000. Dafür haben wir aber nicht genug. Und noch eine Parkbank für 100.000. Oh mein Gott, okay. Ich sehe schon, wo das hinausläuft. Ich habe jetzt einfach mal die Unicorns hier reingepackt, weil, Leute, die Kakteen können wir immer noch nicht freischalten. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum, aber anscheinend können wir das Ganze noch nicht. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall 99 Sterne, Leute. Das heißt, 1 Stern noch und wir haben einfach die 100 geknackt. Wie cool ist das denn? Wie oft haben, Leute, das habe ich echt häufig gesagt jetzt in den letzten 2 Aufnahmen. Aber wie cool ist das denn, Leute? Wir haben wieder 105.000 und gehen wir jetzt hier in die Höhle rein und wir kaufen uns jetzt wieder eine Parkbank für 120.000. Leute, boom und Parkbench und was kaufen wir uns als nächstes? Okay, Pfeil, zeige uns den Weg. Wir laufen mal einfach außerhalb entlang. Mountain Stairway? Oh, okay, ich sehe. Aber wir haben leider nicht genug Geld, Leute, aber fast. Wir haben fast genug Geld. Iceland Claws. Okay, Leute, hier oben können wir anscheinend eine Iceland draufbauen. Okay, wir kaufen uns doch diese eine Sache. Und dann würde ich an der Stelle aber auch die Folge beenden, Leute. Wir machen einen 3. Part, falls euch das Ganze natürlich gefällt, Leute. Falls euch nicht gefällt, machen wir keinen 3. Part. Aber falls ihr von einem 3. Part sehen wollt, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um das Ganze nicht zu verpassen, Leute. Wir kaufen uns auf jeden Fall hier noch das Eis drauf. Und ja, Leute, benutzt doch gerne Starcode Jojo, falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst. Und schaut auch gerne in die Videotreffen, weil du findest mein Real-Life-Merch, meinen Roblox-Merch und auch den Link zu einem Discord-Server. Und wir haben noch nicht genug Leute, aber gleich. Wir brauchen 180.000. Wir werden jetzt hier nochmal ganz kurz warten, Leute, weil das müssten wir ja gleich hier schon haben, Leute. In der Zeit kannst du dem Video noch einen Daumen nach oben geben und vielleicht einen Kommentar schreiben, falls das Ganze noch nicht getan hast, Leute. In der nächsten Folge, falls eine kommen sollte, das heißt, falls ihr das Ganze möchtet, werden wir auch die 100 Sterne erreichen, was natürlich auch mega, mega cool ist. Und ja, wir haben gleich genug Geld. Wir warten noch ein bisschen, bis wir genug Geld haben. Und jeden Moment haben wir genug, Leute. Jeden Moment haben wir genug. Nicht mehr viel, Leute, nur noch so 15.000 um den Dreh drum. Und ja, ich nehme auch schon wieder seit einer Stunde auf, Leute. Richtig, richtig crazy. Aber macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, das Game. Und jetzt haben wir 180.000. Ich weiß nicht, waren das 180 oder 188.000? Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Aber jetzt haben wir jedenfalls genug. Und jetzt laufen wir mal dort ganz schnell hin im Speedrun. Das hier waren 188.000, aber ich habe gesagt, wir holen das und das waren auch 188.000. Und jetzt haben wir hier ganz viel Eis. Und dann würde ich sagen, haut ihr rein und ciao. Leute!